Meine sehr verehrten Damen und Herren, Gesundheitswesen und Gesundheitsmanagement. Zwei Dinge, die eigentlich zusammengehören wie Sommer und Sonnenschein. Allerdings, wie wir alle wissen, nicht jeder Sommer ist mit Sonnenschein belegt. Diejenigen von Ihnen, die zum Aufzeichnungszeitpunkt dieses Videos gerade an der Ostsee Urlaub machen, können dies bestätigen. Und im Gesundheitswesen ist es leider auch so, dass Gesundheitsmanagement lange Zeit in dieser Branche, im indirekten Branchenvergleich, nur sehr wenig ausgeprägt als Schlusslicht aufgestellt war. Es gab zwar schon immer einige Unternehmen, die wirklich Vorreiter im Thema Gesundheitsmanagement waren und auch sind, wie zum Beispiel die Schirmkliniken, und auch hier Leuchttürme für unsere Branche darstellten. Aber insgesamt war das Thema noch nicht sehr weit vertreten. Mit dem Präventionsgesetz 2016 hat sich dies nun langsam geändert. Immer mehr Unternehmen aus dem Gesundheitswesen investieren in Gesundheitsmanagement und widmen sich dem Thema gesunde Arbeit und arbeiten hier auch mit Krankenkassen zusammen, wo sie geschickt Fördergelder einsetzen, um eben Arbeitssituationen zu verbessern. Und mit dieser zunehmenden Entwicklung ist es mal Grund genug zu schauen, welche besonderen Situationen denn eigentlich im Gesundheitswesen existieren, auf die wir uns einstellen müssen, wenn wir Gesundheitsmanagement aufsetzen wollen, und welche Besonderheiten oder welche genauen Lösungsbeispiele schon existieren und in der Praxis umgesetzt wurden, um von diesen zu lernen. Genau das möchte ich in den folgenden Minuten mal mit Ihnen machen und freue mich daher, Ihnen einige Informationen in diesem Vortrag dazu zu geben. Schauen wir zunächst einmal auf die Ausgangslage. Was wissen wir über die besondere Arbeitssituation, in der sich Menschen im Gesundheitswesen befinden? Nun, wir sehen, dass gerade in dieser Branche natürlich, wie es auch in den Medien größtenteils bekannt ist, es zu einem extrem hohen Workload kommt, eine extrem hohe Arbeitsbelastung existiert, der die Menschen, die hier tätig sind, ausgesetzt sind. Das gilt natürlich für Pflegekräfte und Ärzte, allerdings auch für sonstiges Krankenhauspersonal. Hoher Workload bei gleichzeitig einer sehr verantwortungsvollen Tätigkeit ist eine Herausforderung, die schon eine besondere psychische Belastung in dieser Branche darstellt. Hinzu kommt ebenfalls noch, dass es immer schwieriger wird, wirklich geeignetes, gutes Personal zu bekommen und auch zu halten. Hohe Fluktuationen sind keine Seltenheit und gerade im Pflegebereich wird es immer schwieriger, die guten Kräfte zu bekommen, die man hier dringend benötigt. Wenn man sich diese zwei Faktoren jetzt noch mal so ein bisschen vor Augen führt und dann noch einmal bedenkt, dass wir hier in einem Job zu tun haben, bei dem man natürlich sehr viele auch teilweise emotional belastende Situationen mitunter hat und dann auch noch steigende Konflikte oder beziehungsweise teilweise auch noch schwierige Gesprächssituationen mit Angehörigen und Patienten umsetzen muss, kommt schon ein gewisses Muster zusammen, was eben eine Belastung nicht nur im körperlichen wie auch im psychischen Bereich darstellt. Zum körperlichen Bereich kommt auch dahin hinzu, dass es generell im Pflegebereich vor allem eine körperlich sehr anspruchsvolle Tätigkeit ist und nicht alle Krankenhäuser von der Ausstattung her so modern ausgestattet sind, dass hier körperlich gesundes Arbeiten absolut notwendig ist. Alles also bestimmte Belastungssituationen, die auf Mitarbeiter einwirken, die generell unter einem hohen Workload stehen. Das hat natürlich gewisse Folgen. Es kommt vermehrt, wie bei allen Menschen, die angespannt sind, zu Konflikten, die entstehen. Es gibt gewisse Störungen in Betriebsabläufen, die durch hohe Fluktuationen hervorgerufen werden. Und nicht selten ist vor allen Dingen ein Gefühl von mangelnder Wertschätzung etwas, was eben in dieser Branche ein Thema ist, dem man sich widmen sollte. Das sind jetzt vielleicht mal negative Ausgangssituationen oder beziehungsweise ein Handlungsfeld, wo Gesundheitsmanagement zum Erfüllen einer gesunden Arbeit sinnvoll ist. Man darf aber auch eine Sache nicht vergessen, und das ist jetzt gerade mal so im Branchenvergleich ebenfalls eine Spezifikation, die man unbedingt nutzen sollte, wenn man Arbeitsbedingungen hier optimieren möchte. Und das ist, dass wir hier immerhin mit einer Branche zu tun haben, die über sehr große Gesundheitskompetenzen und Gesundheitswissen verfügt. Gesundheitswissen, was richtig eingesetzt dazu führen kann, dass der Weg, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten, um die eigene Gesundheit zu verbessern, eigentlich deutlich besser gegeben ist als vielleicht in manch anderer Branche. Und wir dürfen nicht vergessen, dass in dieser so wichtigen Branche auch eine hohe intrinsische Motivation von Menschen existiert, sich dem Thema Gesundheit zu widmen und auch anderen Menschen zu helfen. Das ist immer noch etwas, was überproportional sehr stark repräsentiert ist. Das sind gewisse Chancen, die man nutzen sollte und wo man sich im nächsten Schritt überlegen kann, wie man jetzt diese Voraussetzungen nutzt, um zielgerichtet gesunde Arbeit zu ermöglichen.
Wenn man das jetzt aber machen möchte, ist der erste Schritt, der wichtig wäre, sich zunächst einmal vor Augen zu führen, was denn eigentlich große Prämissen sein sollten, wie ein Gesundheitsmanagement hier aufgestellt sein muss. Es macht einfach keinen Sinn, irgendwelche Maßnahmen einfach wie in einem Supermarkt ins Regal zu stellen und Menschen zu sagen, denk doch auch mal an Gesundheit. Da werden wahrscheinlich die meisten Menschen in einem Krankenhaus sagen, ja, das tue ich jeden Tag, weil damit habe ich beruflich zu tun. Was willst du eigentlich von mir? Ich kenne mich mit Gesundheit aus. Es ist viel wichtiger, sich anzuschauen, wo ist eigentlich die Sinnhaftigkeit, die Zielsetzung und wo muss man konkret ansetzen. Und da gibt es im Grunde genommen mal vier Stück, die wir in unserer täglichen Arbeit im Zusammenhang mit Gesundheitsmanagement in Krankenhäusern auch rausarbeiten konnten. Erstes Thema und eigentlich so oberste Prämisse ist, bevor man jetzt anfängt, auf irgendwelche Prozesse einzuwirken oder irgendwelche Dinge im Gesundheitsmanagement aufzusetzen, sollte man immer bedenken, dass die Ressourcen sehr knapp sind. Ich hatte es eingangs erwähnt, hoher Workload in allen Bereichen, wenig Möglichkeiten, hier auch viel Zeit zu investieren, ist etwas, was die Mitarbeiter, was bei vielen Mitarbeitern im Gesundheitswesen Alltag ist. Und wenn wir jetzt Gesundheitsmanagement etablieren wollen, wenn wir Einflüsse nehmen wollen, müssen wir eben aufpassen, dass wir nicht in die Falle geraten, uns irgendetwas zu überlegen, was dann später eben gar nicht mehr umgesetzt werden kann. Hier sind tatsächlich einige Unternehmen, gerade im Bereich der Krankenhäuser innerhalb des Gesundheitswesens, gescheitert am Anfang, weil man hohe Pläne aufgesetzt hat und diese dann nicht mit den tatsächlich verfügbaren Ressourcen in Einklang bringen konnte. Wenn man dies allerdings berücksichtigt und wenn man hier einen Weg findet, darüber werden wir gleich nochmal kurz sprechen, ist es dann ebenfalls sehr, sehr wichtig, einem Grundprinzip zu folgen, das bei uns im Gesundheitsmanagement sowieso immer vorherrscht, aber hier besonders wichtig ist, nämlich den partizipativen Gedanken. Also nicht Mitarbeiter, gerade im Gesundheitswesen, in eine Rolle von Konsumenten zu bringen. Denn wir haben hier, ich hatte es eben erwähnt, wir haben hier bestimmte Ressourcen in Form von Expertenwissen vorliegen, was man einfach nutzen kann. Und wir haben eine intrinsische Motivation, die bei den Leuten geweckt werden und geweckt werden kann und geweckt werden sollte. Also niemals einfach B2C-Gesundheitsleistungen anbringen, sondern immer von Anfang an die Leute zielgerichtet einbinden. Ein weiteres Prinzip, also das waren jetzt mal so Grundprinzipien, ist natürlich, dass wir das Thema Fluktuation, was ich eben angesprochen habe, und auch Mitarbeitergewinnung angehen müssen. Zum einen, weil es natürlich ein grundsätzliches Ziel ist, welches gerade viele Institutionen im Gesundheitswesen haben. Und wenn wir gesunde Arbeit ermöglichen wollen, müssen wir natürlich uns auch an Unternehmensziele andocken. Also Arbeitgeberattraktivität steigern, Mitarbeiterbindung sicherstellen. Es ist allerdings auch unter dem Aspekt, dass wir gesunde Arbeit ermöglichen wollen, besonders wichtig. Denn gerade im Gesundheitswesen hat man, und da vor allen Dingen nochmal besonders in Krankenhäusern, hat man besonders häufig multiprofessionelles Arbeiten, wo Ärzte, Pflegekräfte, verschiedenste Fachexperten miteinander interagieren müssen. Und wenn man hier eine sehr hohe Fluktuation hat, Unsicherheiten im Team hat, weil Teams immer wieder wechseln und der Teamzusammenhalt nicht entstehen kann, verbaut man sich die stärkste Ressource, die man ansonsten haben kann, im Hinblick auf den Aspekt, dass Arbeit eben auch gesund machen kann. Das heißt, wir müssen uns diesem Thema als Ziel-Leitmotiv widmen. Damit verbunden oder damit einhergehend ist natürlich eine vierte Prämisse. Das heißt, wenn wir Mitarbeiterbindung und Teamgefühl wecken wollen, müssen wir natürlich auch das Thema Führung verstehen, wie es gerade im Gesundheitswesen abläuft, und müssen dies natürlich im Sinne einer gesunden Führung stärken. Ja, das hat aber Besonderheiten, nämlich zum einen müssen wir überhaupt Führungszeit ermöglichen, denn nicht zuletzt wird immer wieder berichtet, dass eben gerade Führungskräfte auch im Gesundheitswesen einfach keine Zeit haben, Führungsarbeit richtig machen zu können. Und zum anderen müssen wir Führungskräfte natürlich auch dahingehend qualifizieren, ihre Fähigkeiten auch so einzusetzen, dass Mitarbeitergesundheit entstehen kann. Vier grundsätzliche Prämissen, die hier nochmal im Kontext der Ausgangslage, die ich eben skizziert habe, besonders wichtig sind. Und wo wir jetzt einmal schauen wollen, welche Lösungen denn unterschiedliche Institutionen hier schon gefunden haben, um das anzugehen. Ich beginne mal mit einem, vielleicht mit dem obersten Thema, wie ich es eben angesprochen habe, der obersten Prämisse, dem Thema Ressourcen. Wahrscheinlich etwas, wo die meisten, die im Gesundheitswesen arbeiten und jetzt an Gesundheitsmanagement denken, sofort als erstes aufschreiben und sich überlegen, wie kriegt man das eigentlich alles unter einen Hut. Hierzu gibt es ein interessantes Prinzip, mit dem mittlerweile mehrere Krankenhausinstitutionen, auch eine ganze Krankenhauskette, sehr erfolgreich arbeitet.
Und zwar ist es so, dass man verstehen muss, dass es mittlerweile Fördergelder gibt, Paragraph 20 Sozialgesetzbuch 5, die nicht nur eingesetzt werden können, um Einzelmaßnahmen aufzusetzen, sondern eben auch um eine echte Unterstützung bei dem Abwickeln von Prozessen der gesunden Arbeit, von Prozessen des Gesundheitsmanagements, dann auch tatsächlich darstellen können. Ja? So zum Beispiel passiert im Rahmen des sogenannten Ansprechpartner-Gesundheitsprinzips, wie es dann auch eingesetzt wird. Was ist das? Im Grunde genommen kann man sich das so vorstellen: ein Gesundheitsmanagement-Helfer, der nicht das Gesundheitsmanagement abnimmt, einem Kranken, dieser Krankenhauskette, aber sie bei allen Alltagsfragen unterstützt, gerade operative Tätigkeiten. Das, was eigentlich immer sehr, sehr viel Zeit frisst, kann hier sozusagen als assistive Kraft funktionieren und hält es somit auf dem Laufenden. Der Gesundheitsmanager entscheidet natürlich, kann so sich auf mit seinen begrenzten Ressourcen vor Ort im Unternehmen kann sich auf seine Kernkompetenz konzentrieren, während ihm direkt Assistivkräfte zur Verfügung gestellt werden, die mit ihm Ideen entwickeln, die Ideen vorantreiben, die letzten Endes auch Maßnahmen umsetzen und ihm oder ihr Bericht der Gesundheitsmanagerin berichten. Eine sehr wichtige Institution, die es einfach geschafft hat, und das zeigt so der Effekt, Gesundheitsmanagement-Ideen oder wirklich echte Projektideen zur Gestaltung von gesunden Arbeitsprozessen oder auch eben zur Stärkung der Ressourcen auch wirklich in die Tat umzusetzen. Und einige Krankenhäuser, die jahrelang immer daran gekämpft haben, dass gute Ideen nicht weiterkamen, konnten in den letzten Jahren hier große Erfolge erzielen. Nicht zuletzt natürlich auch mit einer starken Unterstützung in dem Bereich von gesetzlichen Krankenversicherungen, die, wie gesagt, seit einigen Jahren hier auch sehr intensiv unterstützen bei dem Aufbau von solchen Gesundheitsmanagementsystemen. Das bedeutet, wenn Ressourcen ein Thema ist, muss es das im Augenblick nicht mehr sein. Es gibt förderfähige Lösungen, die hier eingesetzt werden können. Wenn wir also diese erste Prämisse erfüllt haben und prinzipiell sichergestellt haben, dass genügend Ressourcen zur Verfügung stehen, einen positiven Effekt auf die gesunde Arbeit auszuüben, müssen wir als nächstes natürlich die Frage stellen, wie wir jetzt Partizipation ermöglichen. Und ein sehr wesentlicher Schritt, den wir hier nutzen oder den immer mehr Institutionen nutzen, ist tatsächlich das Prinzip der Gesundheitslotsen. Gesundheitslotsen, also Multiplikatoren, Leute, die für verschiedenste Themen der gesunden Gestaltung der Arbeit brennen, sollte man speziell nochmal ausstatten mit nötigem Wissen, wie das im Gesundheitsmanagement funktioniert, und dann sie sozusagen als Multiplikatoren, als Sprachrohre wieder in die Belegschaft reinsetzen und regelmäßig, und das ist ganz wichtig, die Ausbildung alleine bringt es noch nicht, regelmäßig wieder heranholen, mit ihnen in den Dialog gehen und fragen, was erlebt ihr eigentlich gerade? Was ist im Stationsalltag gerade eines der Hauptprobleme und wie kann man diese vielen, vielleicht kleinen auftretenden Probleme jetzt situativ gut lösen? Wenn es dann noch eine Unterstützung gibt in Form eines gewissen Budgets oder auch Förderbudgets, das zur Verfügung gestellt wird, umso besser. Der Vorteil, den wir hier nutzen können, ist, und das zeigt die Erfahrung, dass Gesundheitslotsen gerade im Gesundheitswesen besonders intrinsisch motiviert sind, weil sie eben dadurch eine Wertschätzung erfahren, dass sie einen Einfluss nehmen können auf gewisse Prozesse, dass sie als Multiplikator nicht nur Dinge nach draußen geben können, sondern auch gehört werden und Dinge auch wirklich verändern können. Das ist etwas, was sehr vielen Mitarbeitern, zumindest zeigt das die Erfahrung, die wir gemacht haben, in diesem Bereich sehr wichtig ist und deswegen hier auch eben eine sehr positive Resonanz auf diese Art von Projekten existiert. Das heißt, was immer Sie machen wollen, wenn Sie gesunde Arbeit ermöglichen wollen, machen Sie es halt eben zusammen, partizipativ mit anderen Leuten. Wo wir gerade beim Thema Partizipation sind. Es ist ja gut, auf gewisse Leute zu setzen, die dann als Multiplikatoren fungieren. Ein anderer interessanter Aspekt oder ein Weg, den vor allen Dingen Pflegeeinrichtungen oder Krankenhäuser gehen, die eigene Auszubildende sozusagen über eigene Schulen ausbilden, ist der, mit den Azubis direkt anzufangen. Also mit denjenigen, die jetzt sozusagen ganz frisch ins Berufsleben einsteigen. Azubis, ich hatte es ja eben gesagt, eine Prämisse, wir müssen Mitarbeitergewinnung und Bindung aufsetzen, ist ja bekanntermaßen eine sehr attraktive und sehr rare Zielgruppe, die man natürlich gerne anwerben und dann auch lange im Unternehmen halten möchte. Das heißt, es ist ein strategisches Ziel, was hier verfolgt wird. Unter Gesundheitsaspekten hat es aber noch eine ganz andere Bedeutung. Stellen Sie sich einmal vor, dass diese Azubis im Grunde genommen ja diejenigen sind, die morgen das, was eigentlich eine Kultur ausmacht, ja maßgeblich beeinflussen werden. Und wenn diese Personen von Anfang an
nicht nur den Blickwinkel auf die Gesundheit im Patientenalltag, sondern auch auf ihre eigene Gesundheit richten, ist das zum einen eine schöne Botschaft, die ein Arbeitgeber aussenden kann, nämlich ihr seid uns von Anfang an so wichtig, dass wir auch auf eure Gesundheit achten wollen und dafür ein Programm haben. Und zum anderen nehmen diese Leute von Anfang an auch diesen Blick bei der Arbeit auf. Denn es zeigt sich, dass auch wenn Ärzte oder vor allen Dingen Pflegepersonal sehr gut natürlich ausgebildet sind, was das Thema Gesundheit angeht, viel, viel besser als das Gesundheits- oder Sportwissenschaftler in vielen Bereichen überhaupt sein können, ist es dann doch so, dass nur selten auch auf die eigenen Arbeitsbedingungen und die eigene Arbeitssituation geschaut wird im Hinblick auf die Optimierung. Und dies kann man relativ einfach ermöglichen oder wurde ermöglicht mit einem ganz einfachen Programm, indem man einfach sagt, man hat eher einen Ausbildungsplan bei Auszubilden und wir legen gepaart an die Module, die gerade eh behandelt werden thematisch, also sozusagen die gesundheitlichen Schwerpunkte, legen wir auch immer einen Aspekt, wo die Arbeitssituation von Anfang an den jeweiligen Auszubildenden näher gebracht wird und wo man gemeinsam überlegt, wie man die Arbeitssituation unter dem jeweiligen Gesundheitsaspekt verbessern kann. Erste Effekte zeigen, dass nicht nur die Wertschätzung einen sehr positiven Effekt bei den Auszubildenden ansetzt, was das Thema Mitarbeiterbindung bereits schon erhöht hat, sondern eben auch, dass wirklich Leute sagen, wir gehen auch mit einem anderen Blickwinkel an die Arbeitssituation heran, was uns eben persönlich sehr freut, denn das sind sozusagen ja die Multiplikatoren und diejenigen, die eine Kultur in einem Unternehmen tragen von morgen. Das zunächst mal zum Thema Durchdringung und Partizipation auf der Ebene der Multiplikatoren. Ein weiterer Aspekt, den ich mir auch nochmal rausgegriffen habe, auch zum Thema Partizipation ist, wie eigentlich in Krankenhäusern mit dem Thema Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung umgegangen wird. Seit 2014 gesetzlich verpflichtend müssen alle Institutionen eben diese auch umsetzen. Also natürlich die Arbeitsverhältnisse sich strukturiert angucken und da, wo Missstände im Bereich der psychischen Belastung existieren, auch entsprechend Optimierung. Es darf nicht bei der Bewunderung des Problems bleiben, wie zu Beginn noch der ein oder andere gedacht hat. Wenn dies jetzt gesetzlich verpflichtend ist und wir es eh tun, müssen wir uns natürlich überlegen, mit welcher Methodik gehen wir hier heran. Und man kann natürlich auch den Fehler machen, in dem Fall tatsächlich Fehler, dass man einfach nur top-down einfach mal abfragt, was denn da die Situation ist und sich dann eben überlegt, was könnte man tun. Stichwort partizipativer Gedanke, Expertenwissen, gerade zu der Arbeitssituation eben angesprochen. Gibt es allerdings einen anderen Ansatz, der hier, glaube ich, besser greift und zumindest zeigen die Ergebnisse, wie es bei Mitarbeitern ankam, eine positive Resonanz bestätigen dies. Und das ist einfach, indem man partizipative Workshop-Verfahren ansetzt, also gemeinsam und zwar sogar professionübergreifend, weil die auch miteinander interagieren, mit Ärzten, mit Pflegepersonal, mit Verwaltungspersonal, gemeinsam in einem festen dreistufigen Verfahren, Workshops oder halt eben auch Mini-Workshop-Verfahren, je nachdem, wie die zeitlichen Ressourcen aussehen, gemeinsam ergründet, wo die Belastungsquellen sind und wie man hier methodisch vorgehen kann im Hinblick auf Maßnahmenableitung. Ein sehr erfolgreiches, sehr effizientes Verfahren, was gleichzeitig auch als sehr wertschätzend empfunden wird und was ebenfalls auch Leute wieder ein bisschen mehr aus vielleicht einem Gefühl eines ansonsten Kontrollverlusts rausholt. Also insofern, wenn Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung ein Thema ist, gerade jetzt im Gesundheitswesen, sollte man hier drauf auch achten. Und es ist ein guter Lösungsansatz, der derzeit gemacht wird, diese Methodik anzuwenden. Ja, eine vierte Prämisse sind wir bisher noch nicht so richtig angegangen, das Thema Führung zu ermöglichen, die ich eben erwähnt hatte. Und hierzu ist zu sagen, es ist mittlerweile im Grunde genommen eine Erkenntnis, dass wenn Sie das Thema Führung angehen wollen, in Krankenhäusern wie auch in anderen Branchen, es nicht besonders viel bringt, einfach auf Schulungen zu setzen. Schulungen an sich, solitär rausgenommen, sind erst einmal nur ein gewisser Impuls, der gesetzt wird. Und ich glaube, der ein oder andere kennt, hat vielleicht auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass dann eine Schulung stattgefunden hat, die dann ganz positiv angenommen wurde, aber sich trotzdem nichts verändert. Gründe dafür sind nicht selten, dass die betriebliche Realität bei solchen Schulungen nur zu wenig sozusagen in den Schulungen aufgegriffen wird und dass zu wenig konkrete Praxiserfahrungen vermittelt wird.
Gerade weil im Gesundheitswesen Führungsarbeit eben auch eine spezielle ist, hat sich daher ein anderes Prinzip bewahrheitet, dass im Grunde genommen Führungskräfte entwickelt nach einem Modell, klassisch SQM, also im Grunde genommen erstmal sensibilisieren für die Thematik, dann entsprechend qualifizieren und später nachhaltige Motivation schaffen und hier Führungskräfte sozusagen begleitet in ihrer aktuellen Situation. Die Idee ist, bevor man schult, zunächst einmal Führungskräfte in ihrer Situation abholen, auch als Experten wertschätzen und die konkrete Arbeitssituation, in der man sich erfindet, ergründen. Dann darauf aufbauen, natürlich ein Schulungsprogramm initiieren, welches aber auch begleitet wird von entsprechenden Coaches oder halt eben auch Anlaufstellen, die man dann im Nachgang wählen kann oder kontaktieren kann, wenn eine Situation ansteht. Denn nur so entsteht wirklich Nachhaltigkeit, die vielleicht bei einer allgemeinen Schulungssituation nicht entstehen kann. Das heißt, wenn Sie das Thema Führung sich annehmen, gerade vor dem Hintergrund, dass in der Pflege eine besondere Herausforderung existiert, gehen Sie strukturiert vor, wenden Sie gewisse Systeme an. Das hier ist ein entsprechend erfolgreich etabliertes, was mit mehreren Einrichtungen bisher gut funktioniert hat. Übrigens auch besonders zu empfehlen war zunächst mal ein Fragezeichen, aber ist positiv am Ende des Tages ausgegangen, gerade auch eben multiprofessionell, also bereichsübergreifend anzuwenden. Soweit, so gut. Also, das war jetzt mal ein erster Einblick, sozusagen vier grundsätzliche Schablonen, mit denen man diese Prämissen, die ich eben rausgearbeitet habe, angehen kann und die sich derzeit in der Praxis eben jetzt schon befinden. Wichtig zusammengefasst ist, das Gesundheitswesen ist eine der wichtigsten Branchen, die wir haben. Und wir müssen uns gesunder Arbeit hier eben auch widmen. Chancen existieren, gerade jetzt durch das Präventionsgesetz, mannigfaltig. Und es gibt auch schon erste Erfahrungswerte, wie Unternehmen das in der Praxis umgesetzt haben. Trotz oder gerade wegen Corona ist eine gute Zeit, jetzt in gesunde Arbeit zu investieren und hier diese Modelle anzuwenden und sich auch an denen zu orientieren, vielleicht, die diesen Weg schon gegangen sind. Dieser Vortrag konnte natürlich nur einen ersten Einblick geben, informativ fanden. Normalerweise würde ich an der Stelle immer sagen, jetzt stehe ich Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung. Geht gerade ein bisschen nicht, aber die Kontaktdaten können Sie ja der Präsentation auch entnehmen. Und falls Sie da noch Rückfragen haben, wenden Sie sich gerne an mich. Jetzt wünsche ich Ihnen erst einmal alles Gute und dass doch noch ein bisschen Sonne in den Sommer kommt. Machen Sie es gut und bis dann.